Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Bevor wir jetzt gleich loslegen, muss ich noch ganz kurz was loswerden. Über 500 Abos. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid wirklich wahnsinnig. Also das ging in den letzten Tagen jetzt so rasant. Damit habe ich niemals gerechnet. Vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich wirklich sagen soll, weil ich da wirklich überhaupt nicht mit gerechnet habe. Dann ein bisschen zur Qualität meiner Videos. Ich habe kürzlich ein anderes Mikrofon gehabt, das war es leider nicht. Ich habe das jetzt zurückgeschickt und nächste Woche, also wenn dann, ich sag mal, die Winterurlaube zu Ende geht, ist der Händler meines Vertrauens auch wieder im Lande und dann werde ich dort ein Mikrofon kaufen, ein neues, damit das mit der Tonqualität so langsam auch mal klappt. Und dann möchte ich noch etwas vorwegnehmen. Also dieses Video hier wird heute nicht so lange wie gestern. Gestern war ja wirklich ein Marathon. Keine Sorge, das wird heute absolut nicht passieren. Es gibt auch gar nicht so viel. Es gibt zwar eine neue Folge von Rainers Kommunenzeugs da, von seiner Kaufserie, die erste Folge, das gestern war ja der Trailer, da werden wir kurz reingucken und in seinen Stream von gestern Abend auf TikTok, da gucken wir gar nicht rein, da sage ich nur ganz kurz was zu. Ja, Raini ging gestern Abend etwas früher online auf TikTok und hat die ersten 30 Minuten circa nur Singschmatzne gemacht. Er hatte sich die Haare zusammengebunden und hatte wieder diesen Augenfilter. Hatte dann auch ein Auerweh hinterm Ohr, wo er sich dann ewig dran schubbeln musste. Also ziemlich eklig. Ich meine, sowas muss ja wirklich nicht sein, ne? Naja, er hat dann auch noch gematcht mit den üblichen Kandidaten und auch da kam nicht wirklich viel bei rum, weil die halt immer aneinander vorbeireden und Raini hat dann irgendwie gesagt, er hätte noch die Eier von Hatern im Kühlschrank und so weiter, also wieder so billige kindische Provokationen. Ja, man kennt es nicht anders von ihm, das wiederholt sich ja nun auch ständig. Ja, dann gab es jedoch eine Szene, dass Rainer plötzlich aus dem Bild gegangen ist und als er wiederkam, hat er dann gesagt, dass er mal wohin musste und dass er war nicht einmal eine Minute weg und da muss man ganz klar sagen, selbst wenn er gelenkiger und sportlicher wäre und dann würde das wahrscheinlich etwas länger dauern, selbst in einer kleinen Wohnung. Vor allen Dingen, wenn man dann noch so ein bisschen an Hände waschen und so denkt. Aber ich glaube, ich erwarte schon wieder viel zu viel von ihm. Ja, die Vermutung liegt ja nahe, dass er wieder irgendwas gehört hat, dass es bei ihm geklingelt hat oder ähnliches. Es gab ja jetzt schon ein paar Mal die Vermutung, dass er, ja, auch wenn er auf sein Handy guckt oder irgendwelche Nachrichten bekommt oder sonst irgendwas, dass dann irgendwie was vor seiner Tür passiert oder eine Bestellung eingeht oder ähnliches. Auffällig bei der ganzen Sache ist und bleibt aber, dass er sagt, dass er zur Toilette musste. Ich meine, da gibt es bessere Gründe, die man seinem Publikum erzählen kann, wenn man mal kurz aufstehen muss oder so. Aber gut, wenn er das alles so unter einer Minute schafft, dann soll das erstmal so sein. Wir lassen das jetzt mal so stehen und schauen jetzt in seine Serie rein. Denn Teil 1 ist draußen. Ja, und dafür, dass er so fleißig eine Kommune ja plant, kommt doch da ziemlich viel Müll raus, was er da erzählt. Aber wir werden das jetzt mal sehen. So, hallo und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute geht es wieder hier um dieses Thema. Und zwar um die Kommune der Freiheit. Heute möchte ich über den ersten Blogpost sprechen. In der ersten Folge. Ich habe ja im Trailer schon ein bisschen erklärt, um was es geht.
von der Serie. Und heute im ersten Post möchte ich da mal drüber sprechen. Jetzt im Moment, während ich das hier aufnehme, ist der Post noch nicht veröffentlicht. Das heißt, es gibt im Moment diesen Post noch nicht, über den ich spreche. Also es gibt ihn schon, aber noch nicht veröffentlicht für alle. Aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn das ganze Video hier rauskommt. Ja, geht doch schon wieder bombastisch los, oder? Erstmal tief durchschnaufen. Und warum ist er eigentlich so außer Atem? Und dann, warum putzt er sich nicht, bevor er ein Video macht, wenigstens mal eben die Nase? Also, so ein paar Papiertaschentücher kosten jetzt auch nicht die Welt. Und die kann man bestimmt auch irgendwo bestellen, wenn er nicht rausgehen will. Oder von mir aus soll er Klopapier nehmen, aber es ist ja nicht mit anzuhören. Das ist wirklich ekelig. Ja, aber das ist ja das, was jeder sagt, ne? Medienprofi. Ja, und warum ist der passende Post zu diesem Video noch nicht online? Ja, er arbeitet doch Tag und Nacht daran, erzählt er jedes Mal. Warum ist das noch nicht online? Weil, angenommen, irgendjemand wäre wirklich interessiert, dann könnte er dieses Video doch dazu nehmen, damit er vielleicht seine Gedankengänge, die er in dem Post, in dem Blogpost verfasst hat, besser nachvollziehen könnte. Ja, verstehe ich absolut nicht. Das muss ich mir mal anschauen. Auf jeden Fall, es kann auch sein, dass ich das vielleicht sogar noch heute veröffentliche. Das muss ich mir anschauen, das weiß ich nicht. Ich möchte es auf jeden Fall mal kurz zusammenfassen, um was es alles geht. Also, der erste Post nennt sich die Idee einer eigenen Kommune. Das wird wahrscheinlich nochmal extra angepinnt oben, damit man das auch immer sieht. Das ist nämlich nur mal der grobe Überblick, um was es geht. Da wird zum ersten Mal erklärt, was ist eine Kommune? Eine Kommune ist eine. Ja, im Prinzip ein Dorf, eine Gemeinde, eine Gemeinschaft von verschiedenen Menschen, die zusammenleben. Und dann geht es um die grundlegende Idee der Kommune. Da geht es unter anderem darum, was in der Kommune eigentlich sich gewünscht wird oder für die Kommune sich gewünscht wird. Das heißt zum Beispiel Thema freie Liebe, zum Thema Freikörperkultur, zum Thema Spiritualität, wobei dieser Punkt jetzt noch nicht wirklich mit in dem Ganzen mit drinnen ist. Es kommt erst später dann. Ja, wer mein Video gestern gesehen hat, oder das Video, das ich gestern veröffentlicht habe, da habe ich zigmal nach der Spiritualität gefragt. Und auch jetzt wieder erwähnt er zwar, dass das ja ein Bestandteil dieser Kommune sein soll, aber es wird wieder nichts dazu gesagt, gar nichts. Also alles, was mit Schmuddelkram zu tun hat und mit nackig sein, das wird jedes Mal thematisiert. Aber einer der, wie er es nennt, Eckpfeiler, der wird völlig außer Acht gelassen und er soll endlich aufhören zu schnaufen und sich andauernd zu räuspern. Mal, weil das ist zwar einer der grundlegenden Pfeiler, aber das habe ich hier noch nicht mit drin in den grundlegenden ersten Punkten. Ich wollte niemanden direkt abschrecken. Wieder so ein großartiges Beispiel dafür, wie der tickt. Er will niemanden absprechen, wenn er über Spiritualität schreibt. Viele, die sich in eine solche Kommune begeben, die sind zum Beispiel esoterisch veranlagt und nicht alle um Gottes Willen, aber ne, die gerade dafür interessieren die sich. Aber nein, er verschreckt keine Leute mit seinem Rudelbums und seinem FKK-Gedöne und jeder mit jedem und hast du nicht gesehen? Nein, nein, Spiritualität wird die Leute verschrecken. Der hat doch einen Schuss nicht mehr gehört oder so. Also bei dem, der soll noch einmal sagen, er wäre nicht realitätsfern. Also nein, das verschreckt die Leute, besprechen wir später, wenn sie Blut geleckt haben. Die Kommune, die ich gründen möchte, sollte sich möglichst effektiv selbst versorgen. Das heißt, Selbstversorgung ist ein sehr wichtiger Punkt für diese Kommune, weil ich möchte, dass man nach Möglichkeit wenig auf den Staat angewiesen ist, was Strom angeht, was Wasser angeht. Und ich möchte, dass man im Idealfall versuchen kann, auch so gut wie möglich sich fürs Internet zu fokussieren, dass man auch Geld fürs Internet hat. Ich hatte mich gerade von dem geistigen Dünnschiss, den ich gestern bearbeitet habe, erholt. Da fängt der direkt wieder an. Ja, Reini, dann habe ich einen super Vorschlag für dich. Du möchtest beim Strom unabhängig sein. Da habe ich eine super Idee.
Die Leute packen dich in so ein Hamsterrad, ja, und du darfst den ganzen Tag strampeln, ja, immer schön strampeln. Und das ist sogar eine Win-Win-Situation. Die Leute haben Strom und du wirst dünner. Was hältst du davon? Also, aber Hauptsache Internet ist da. Dann frage ich dich aber, wie soll das denn dann funktionieren, wenn der Strom knapp ist und dein Laptop mal der Akku leer ist? Dann kommen wir auch gleich noch zum persönlichen Besitz, aber zuerst die nächste Überschrift lautet dann: Fangen wir erst einmal mit der Selbstversorgung an. Da geht es dann unter anderem um das Thema Lebensmittelversorgung. Ich bitte um Entschuldigung, da habe ich genießt, da habe ich kurz rausgeschnitten. Also es geht da unter anderem um das Thema Selbstversorgung, das heißt Lebensmittelversorgung. Und alles, was dazu gehört. Aber auch zum Beispiel Versorgung mit Unterkünften und, und. Ich möchte mir für den Anfang würde ich mir wünschen, eine Kommune von etwa 25, 30 Leuten. Ich hatte mir errechnet, dass es im Idealfall 24 Leute wären, die sich für so eine Kommune vielleicht begeistern könnten oder würden. Und dann da halt auch erst einmal so in diesem Punkt zusammenleben. Dann geht es in der nächsten Überschrift um das Thema, was man von außen bekommen würde, müsste. Da geht es dann vor allem darum, wie zum Beispiel Strom, Wasser und Internet. Strom könnte man vielleicht innerhalb der Kommune erzeugen, indem man zum Beispiel Solarzellen benutzt. Das ist natürlich alles viel Geld, was viel Geld kostet. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Sowas wie Wasser, ich weiß nicht, ob man sowas mit Brunnen und mit Pumpen selbst machen kann. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe sowas nie gemacht. Ich habe immer Fernwasser gehabt, was von der Stadt halt gekommen ist und was ich dann halt entsprechend bezahlen musste. Dann haben wir hier das Thema FKK. Quatsch, FKK. Entschuldigung, ich bin schon wieder viel zu weit gerutscht. Selbstversorgung ist natürlich auch eine Lebensmittelversorgung. Das heißt, was kann man im Idealfall effektiv selbst anbauen und selbst verarbeiten, damit man möglichst wenig auf Sachen von außerhalb der Kommune zurückgreifen muss. Genau, dann Internet zum Beispiel ist auch ein Punkt, über den gesprochen wird. Ich zum Beispiel möchte ja meine Arbeit weiter fortführen. Es müssen auch ein paar Leute innerhalb und außerhalb der Kommune arbeiten. Außerhalb der Kommune, weil man Geld für die Kommune braucht. Innerhalb der Kommune, weil man für die Kommune selbst Lebensmittel braucht und alles, was hier so anfällt, handwerkliche Sachen und so weiter und so fort. Und innerhalb der Kommune hilft natürlich jeder jedem. Das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Es geht zum Beispiel ja auch in der Kommune nicht darum, dass ich irgendwie das Sagen habe und alle anderen machen müssen, was ich sage, sondern es geht in der Kommune darum, dass wir alle zusammen eben das Ganze erschaffen. Auch im Idealfall generationenübergreifend. Das heißt, für mich wäre das wirklich ein Lebensprojekt oder ein Projekt, was mein Leben lang noch dauern würde. Ja, kann tatsächlich passieren, dass man mal in einer Zeile verrutscht, aber wir wissen jetzt schon mal, FKK kommt dann gleich wieder, ne? Ja, und genauso ist es mit wichtigen Dingen wie Wasser, Strom und Internet. Da ist ihm scheinbar auch das Internet am wichtigsten. Und er sagt über sich, er wird nicht der Oberguru, sondern alle haben was zu sagen und jeder muss mitmachen. Ja, aber wie deine Arbeit aussieht, wissen wir alle. Du sitzt den ganzen Tag auf dem Arsch und sitzt vor deinem Laptop. Und wenn irgendeiner das bemängelt, dann wirst du rumschreien wie ein Bekloppter. Anders kennt man dich nicht. Und dann wirst du sagen, du würdest harte Arbeit machen, so wie du es jetzt auch immer tust. Du tust gar nichts. Du behauptest im Moment auch, du würdest Tag und Nacht an deinem Blog arbeiten. Und das sagst du schon seit einer halben Ewigkeit. Und es ist nichts, aber auch gar nichts vorzuweisen. Und diese hingeklatschten Videos, die du da machst, ja, ich bin ja schon froh, dass du das Niesen rausgeschnitten hast. Die sind auch keine Arbeit, ja? Das kannst du keinem erzählen. Und es gibt ja auch mittlerweile in den letzten Tagen genug Beweise dafür, wie oft du im Discord bist und da am Zocken bist, ne? So viel zu ganz harter Arbeit und gar nichts anderes mehr. Dann geht es um den persönlichen Besitz. Das ist nur klein angesprochen, wird in einem anderen Poster nochmal extra besprochen, debattiert, angeteasert, wie auch immer. Dabei geht es unter anderem darum, was mit persönlichem Besitz passiert. Wenn zum Beispiel jemand in die Kommune kommt und sich der Kommune anschließt, dann muss natürlich die Kommune selbst auch, dann muss die Kommune selbst natürlich auch anfangen, diese Leute mitzutragen. Das bedeutet,
Jemand, der dann zum Beispiel mit reinkommt und kein Geld mitbringt, der muss er dann versuchen, anderweitig das sich dann irgendwie zu verdingen, indem er zum Beispiel seinen Besitz mit abtritt und so. Und Besitz, der nicht nötig ist für die Kommune, wie zum Beispiel, man hat 4 Fernseher und braucht keinen fünften Fernseher, da wird der Fernseher verkauft. Wenn man zum Beispiel von DVDs 5-mal die gleiche DVD hat, kann man die DVD verkaufen, die man zum 5. Mal hat. Ja, und da sind wir auch schon wieder beim Thema von gestern. Du hast kein Geld, du hast keinen Besitz und du wirst nicht bereit sein, dich körperlich zu engagieren. Also bist du direkt raus, dass dem das nicht klar ist. Und er behauptet, da würden alle gleich behandelt werden. Es steht doch jetzt schon fest, dass das nicht so ist. Und hier DVDs verkaufen und so. Ja, ist ja alles schön und gut, ne? Ist ja bestimmt auch nachhaltig. Aber willst du da einen Trödelstand aufmachen oder wie soll das vonstatten gehen? Was meinst du denn, was du für so eine gebrauchte DVD kriegst den Neupreis? Wie willst du denn davon 25 Mann ernähren? Jetzt sei doch mal ganz ehrlich. Und solche Güter gehen irgendwann auch mal aus. Ja, und zu deinem Lebenswerk. Ich gönn's keinem, dass er stirbt, aber was meinst du denn, wie viele Jahre du bei dem Lebenswandel noch hast? Zum Thema Blu-rays und DVDs ist hier zum Beispiel auch, oder auch zu Büchern und ähnlichen Geschichten, ist hier auch zum Beispiel wie eine Art Videothek aufgebaut. Ich habe mir nämlich gedacht, da kommen wir aber gleich noch dazu, wenn wir zum Thema Gebäude kommen, dass man einen Raum macht, in dem man zum Beispiel die ganzen Sachen reinstellt, wie zum Beispiel PC oder halt eher sagen wir mal, Sachen wie Spiele und Filme und Sachen und so Bücher. Und da kann sich jeder bedienen. Wenn man zwei, drei Sachen manchmal doppelt hat, wie DVDs, das macht nichts, weil wenn zum Beispiel zwei Leute zusammen den gleichen Film schauen wollen, wobei man das auch noch alles debattieren muss, da kommen wir gleich nochmal zu, dann kann man sich das mal anschauen oder eben auch lassen. Und dann gibt es nicht so viele, dann sollte es auch noch Möglichkeit, keine Streitereien geben. Also irgendwie komme ich hier gerade nicht ganz mit. Aber bevor ich das erkläre, also in welchem Raum er dann thronen wird, ne, das wissen wir ja, ne? PC, Fernseh, DVDs, ganz seine Welt. Aber jetzt mal was anderes. Wenn zwei Leute den gleichen Film gucken wollen, ja, warum gucken die denn dann nicht zusammen? Warum sollen die sich denn dann die Köpfe einschlagen? Den Kindergarten, den veranstaltest du immer. Das sind nicht die anderen. Du musst nicht immer von deinem kleinen Geist ausgehen. Andere Menschen, die sind durchaus bereit, zur gleichen Zeit den gleichen Film in einem Raum zu gucken. Wenn sowieso jeder mit jedem, dann dürfte das doch wohl kein Problem sein, oder? Also ich komme bei dem wirklich nicht mehr mit. Und so läuft es halt mit allem. Also wenn man sich der Kommune anschließt, dann wird man seinen persönlichen Besitz der Kommune abtreten, die das dann als Gemeinschaft nutzen kann. Das trifft auf mich zu, aber auch auf alle anderen. So, Freikörperkultur, FKK, ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, da es einer der 5 Grundpfeiler, oder einer der 4 Grundpfeiler ist, oder einer der 3 Grundpfeiler ist. Wer mich kennt, weiß, dass ich. Wer mich kennt, ist von der Vorstellung, mich nackt zu sehen, nicht besonders, vermutlich nicht besonders angetan. Ich mit meinen über 190 Kilo, es interessiert wahrscheinlich keinen, mich wirklich nackt zu sehen. So. Aber es gibt mit Sicherheit auch ein paar. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, die Freikörperkultur ist ja vor allem etwas, was für Körper und Geist, sowie auch die Seele einfach befreiend ist. Für Leute, die schon FKK gemacht haben und auch regelmäßig FKK machen, die können das ganz anders beschreiben und beurteilen, als zum Beispiel jemand, der damit kaum bis gar keine Erfahrung oder keine Berührungspunkte hat. Deswegen ist es an diesem Punkt ein etwas schwieriges Thema und würde ich sagen, muss jeder selbst entscheiden. Aber jemand, der zum Beispiel mit FKK keinerlei Kontakt hat, wir werden wahrscheinlich, wenn wir die Kommune haben und die Kommune noch im Aufbau befindet, sich noch im Aufbau befindet, wird es mit Sicherheit auch mal Leute geben, die da mal einen Probemonat oder ein Probejahr oder so leben. Genau, und da ist ja dann auch die Regelungen und da muss man halt auch schauen, dass die Leute sich an diese Regelungen halten. Und wem das halt nicht gefällt, der muss halt dann die Kommune wieder verlassen oder da wird es so viele Punkte geben und ich muss mich da auch noch sehr viel mehr informieren mit. Ich habe da schon sehr viele Dokus zu gesehen, habe da schon sehr viele Sachen darüber gelesen. Es gibt ja mehrere solche Kommunen. Aber es sollte halt sich auch dann entsprechend daran gehalten werden, weil schließlich möchte man diese Kommune eben unter anderem ja auch aus diesen Aspekten der Selbstversorgung oder auch vielleicht der Spiritualität und auch natürlich vor allem auf der FKK-Kommune, auf den FKK-Stil sich beziehen. Jetzt werden einige Leute sagen, sowas wie FKK, ey, das ist doch viel zu extrem, ne? Sowas macht doch keiner. Es gibt tatsächlich
Dörfer und ganze Städte, die wirklich FKK leben, und zwar Tag ein, Tag aus, im Alltag und alles. Wenn ich mich ganz täusche, gibt es aber auch eine ziemlich große Kommune von über 20.000 Menschen, die also leben, also eine ganze Stadt, die so lebt. Oder waren es sogar 40.000, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, es gibt schon solche Beispiele, auf jeden Fall. Kann ja sein, dass er Dokus gesehen hat und es kann auch sein, dass er irgendwas darüber gelesen hat. Aber jemand, der wirklich ein Ziel hat, ein so großes Ziel, ob man das jetzt gut oder schlecht findet oder ihm zutraut oder nicht, der bereitet sich vor, bevor er damit an die Öffentlichkeit geht, bevor er Werbung dafür macht. Er preist ja in gewisser Weise auch etwas an. Und also genauso wie er kein Fanmanagement betreibt, kann der auch keine Werbung für sich und sein Projekt machen. Es ist ganz, ganz gruselig, wirklich. Und wenn man so etwas nicht kann, dann überlässt man es entweder anderen oder man lässt es völlig sein. Aber das da, das ist lächerlich. So, freie Liebe. Freie Liebe ist hier natürlich auch eine Sache, die sehr, sehr dehnbar ist als Begriff. Ich persönlich bin kein Fan mehr, sollte man sagen. Ich bin kein Fan mehr von dem Thema Monogamie. Und auch hier nochmal, das kann er doch gar nicht beurteilen. Er hat doch noch nie eine wirklich funktionierende monogame Beziehung geführt. Er weiß doch überhaupt nicht, wie das ist. Jetzt ist er kein Fan mehr davon und deswegen will er die Vielweiberei. Er versteht aber nicht, dass er dadurch nicht attraktiver für die Frauenwelt wird. Das wird er nicht und er kann sich noch so offen geben. Und auf seine Art und Weise, Offenheit ist generell nichts Schlechtes, aber auf seine Art und Weise, wie er das demonstriert, da wird es nur noch abartig und abstoßend, ja, und verstörend zum Teil. Monogamie ist für mich ein Thema, das mittlerweile eigentlich nur noch damit einhergeht, dass es einfach nur zu Streitigkeiten führt. Entweder man lebt frei, auch in der Sexualität, oder man kann es eigentlich ganz bleiben lassen. Ja, so wie du dich aufführst, wirst du es dein Leben lang sein lassen, egal ob Monogamie oder nicht. Also, du kannst doch nicht anderen Menschen einreden, dass monogam sein etwas Schlechtes ist. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es sehr viel öfter zu Streit kommt, wenn man mehrere Partner hat, weil es ja doch irgendwann mal zur Eifersucht oder so kommt, wenn einer vielleicht mal mehr geliebt wird als der andere. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn eins seiner Mädels auch noch einen anderen Typen hätte. Der würde doch da Amok laufen. Also, und da wäre nur noch Gebrüll. Also, das, was er da sagt, er möchte nicht, dass andere eifersüchtig sind und so weiter. Aber er wird es sein dürfen. Ja? Er wird dann auch eine Begründung finden. Die Polyamorie ist da ein sehr großes Thema in meinem ganzen Blogbeitrag, den ich da geschrieben habe. Und es ist auch ein anklickbares Wort im Blog. Das heißt, da könnt ihr euch über das Thema auch über eine Google-Webseite oder über also entweder googelt ihr den Begriff selbst oder ihr könnt halt über den Link einfach auf eine Webseite zugreifen, wo ihr von Wikipedia diesen Beitrag lesen könnt und euch mal darüber informieren könnt. So ein Link auch für Spiritualität? Ich frage für einen Freund. Nein, Spaß beiseite. Ich bin nicht esoterisch veranlagt oder sonst irgendwas, aber mir fällt halt immer wieder auf, dass das immer zu kurz kommt. Deswegen frage ich. Es geht dabei darum, dass man halt mehr als einen Menschen in einer romantischen, aber auch sexuellen Liebesbeziehung lieben kann. Monogamie ist natürlich nicht verboten innerhalb der Kommune, aber ich denke sehr stark daran, dass Menschen, die in einer monogamen Beziehung leben, zum einen in dieser Kommune sich nicht wohlfühlen werden und zum anderen, wenn sie es doch versuchen werden und dann vielleicht der eine oder andere von den beiden oder aus der Partnerschaft dann doch anfängt, hier und da vielleicht mal seinen Spaß zu suchen, dann hinterher nur zu Streitigkeiten innerhalb der Gruppe führt. Und das möchte ich halt nach Möglichkeit vermeiden. Deswegen wäre mein Wunsch, wenn sich jemand für dieses Thema interessiert, bitte nach Möglichkeit offen für sowas zu sein und im Idealfall auch schon Erfahrungen damit zu haben. Aber das wird dann später bei Gesuchtthema nochmal angesprochen werden. So. Frage kurz an euch. Was meint ihr, bringt er denn auch genug Erfahrung mit? Weil das ist ja Bedingung, ne? Ja, und
wieder eine monogame Beziehung schlecht zu machen, zu sagen, das kann nicht funktionieren, das ist totaler Blödsinn. Ja? Bei ihm spricht da die pure Verzweiflung. Ich kann mir das wirklich nicht mehr anders erklären. So, dann gibt es das Thema Grundstück, Gebäude und Orte. Das brauche ich jetzt nicht weiter ausführen. Gebäude braucht man verschiedene. Wenn man zum Beispiel eine FKK-freie Liebe-Kommune gründet, habe ich mir überlegt, könnte man zum Beispiel sowas wie einen Gemeinschaftsraum machen, in dem man dann schläft. Also man macht dann quasi Schlafsäle, in denen man zusammenschlafen kann. Man kann zum Beispiel auch einzelne Räume machen, wo man sich dann auch mal zurückziehen kann, wenn man mal so ein bisschen seine Ruhe möchte oder so. Ich habe auch überlegt, ob man das vielleicht, das ist jetzt alles schon sehr weit vorgegriffen, ich habe mir auch überlegt, ob man vielleicht das so macht, dass man zwei Arten von Schlafsälen macht auch, also mehrere Arten von Schlafsälen, aber man, also man braucht mehrere Schlafsäle, aber zwei Arten von Schlafsälen. Eine Schlafsaalart, wo man dann halt auch zum Beispiel rein kann, wenn man eben seine Lust genießen möchte für eine Nacht oder so oder für mehrere Nächte und halt aber auch Schlafsäle, in denen, wenn man reingeht, schon die Leute von vornherein wissen, ich möchte heute Abend nur schlafen und möchte meine Ruhe. Freie Liebe hat aber damit nichts zu tun. Man kann es ja auch außerhalb vom Schlafzimmer genießen zum Beispiel. Aber das nur mal schon mal so weit vorab. Dann geht es um die Orte. Orte, das geht vor allem um Deutschland oder England oder Russland oder Chinesen oder also China, Entschuldigung. Darf man Chinesen eigentlich sagen oder gilt es dann schon wieder als bei Chinesisch? Naja, ist egal. Ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall. Vielleicht auch einfach Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch mehr Länder aufzählen wird. Vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte Kontinente aufgezählt oder so ein bisschen eine grobe Richtung angehen. Aber ich glaube, er will sich einfach weltweit ansiedeln. Ja, Russland stelle ich mir da gerade vor. Ja, ich bin wirklich gespannt, ob er sich dann irgendwann auf ein Land festlegt. Ja, China wird auch bestimmt entzückt sein. Ja, viel Spaß. Vielleicht sollte ihm mal jemand, der Kontakt zu ihm hat, Nordkorea empfehlen. Ach, ich weiß nicht, was der denkt. Und wieder mit seinem Italien. Ja, ich weiß, er hat italienische Wurzeln. Wo auch immer oder ob man es wirklich in Deutschland macht. Ich persönlich tendiere zu Deutschland, aber das wird da alles nochmal angesprochen. Und zum Thema Gebäude gibt es eben auch eine Ausführung. Auch zum Beispiel wegen der Aussage, man braucht ja zum Beispiel auch eine Lagerhalle für zum Beispiel verschiedene Lebensmittel, die man hat. Man braucht eine Lagerhalle für zum Beispiel Gefährte oder Fahrzeuge, die man braucht für die Arbeit, je nachdem, wie groß man das ausarbeiten möchte. Dann haben wir das Thema Grundstück. Beim Thema Grundstück geht es darum, da geht es vor allem darum, was möchte man machen in der Kommune als Lebensmittelversorgung. Möchte man vor allem Obst und Gemüse anpflanzen, dann braucht man vor allem Felder. Möchte man zum Beispiel auch Tiere halten, dann bräuchte man zum Beispiel auch Weiden und vieles in die Richtung mehr. Findet ihr dieses Gedankengehopse von ihm auch so anstrengend? Es ist so anstrengend, ihm zuzuhören, weil es kommt ja immer wieder, es wiederholt sich ja auch immer. Warum arbeitet er nicht einfach immer Punkt für Punkt ein Thema ab? Gebäude und dann kommt das einfach nicht mehr, den Rest dieser Folge. Na, Ernährung und so weiter und so fort. Ja, es ist super, super anstrengend, wie er das da aufgebaut hat. So unstrukturiert. So, dann gibt es Kinder in der Kommune. Das Thema Kinder in der Kommune ist ein sehr heikles Thema, gerade in Bezug auf das Thema FKK. Habe ich hier alles schön detailliert ausgeführt und möchte hier jetzt nicht genauer drauf eingehen, weil da kann man das hier alles mal in Ruhe nachlesen und einfach sich mal anschauen. Wie die gesetzlichen Regelungen dafür sind, weiß ich nicht. Du hast das angeblich auf deinem Blog detailliert ausgeführt, kennst dich aber mit der Gesetzlage kein bisschen aus. Ja, dann ist das auch nicht ausführlich. Ne? Und das ist doch das Wichtigste und das ist auch das, was dir die Leute ankreiden. Und dass du das ausführlich aufgeführt hast, ja, wenn du da so sprunghaft bist wie hier oder wieder zu dem blöden Zeug zurückkommst, was du gestern gesagt hast, ja, wenn da wirklich mal was passieren sollte, dann geht der Typ halt in den Knast, oh, damit ist es ja dann auch gut. Nee, ist es nicht. Boah, also das ist ein Thema, nee, da sollte der mir auch nicht im Dunkeln begegnen, ganz ehrlich. Ich habe schon sehr früh mit dem Thema FKK Erfahrung gemacht, schon in sehr jungen Jahren.
Und ich kenne auch viele andere, die in sehr jungen Jahren schon damit Erfahrungen gesammelt haben. Aber es ist halt immer ein sehr zweischneidiges Schwert. Sobald es um Nacktheit und auch um freie Liebe geht und Kinder geht, dann verstehen viele Leute auch einfach Sachen einfach falsch. Und ja, deswegen hier nur kurz dazu die Anmerkung: Kinder und freie Liebe haben überhaupt nichts miteinander zu tun und hat auch überhaupt nichts in der Kommune miteinander zu tun. Und jemand, der da sich komplett falsch verhält, ich möchte da nicht ins Detail gehen, jeder weiß, um was es geht, der wird natürlich auch entsprechend den Behörden übergeben und da wird auch entsprechend geahndet. Also es gibt da nichts in dieser Richtung, möchte ich nur kurz anmerken. Es steht auch so in meinem Blog. Was einfach nur widerwärtig. Ja, es ist natürlich genau das gekommen, was da ich da gesagt habe. Also sollten da wirklich Kinder, sollte das Ganze überhaupt zustande kommen, sollten da wirklich Kinder ja, einziehen, dann wird da ganz, ganz ordentlich das Jugendamt am Tor rütteln müssen. Denn gerade in der heutigen Zeit, das mag vor 10 Jahren noch anders gewesen sein, aber heute sind die sensibler, weil so viel passiert ist. Und außerdem, Reini, denkst du an die WhatsApp-Leaks gestern? Meinst du kriegst Kinder in deine Nähe? Und der letzte Punkt, oder die letzten zwei Punkte, um die es geht, der vorletzte Punkt ist Aktivitäten abseits der Arbeit. Dabei geht es vor allem darum, dass man eben lebt, man arbeitet, um zu leben, aber man lebt nicht, um zu arbeiten. Und da geht es vor allem darum, dass man halt auch als Gruppe, als Kommune unabhängig von der Arbeit miteinander Zeit verbringt. Zum Beispiel, man macht mal Spieleabende, man macht mal Gesprächsrunden, wo man sich zusammensetzt und über Sachen redet oder einfach mal zusammen an einem Feuer sitzen und einfach mal den Abend genießen, vielleicht mal mit einem Bierchen oder irgendwas, wie auch immer. Das kann man machen, wie man möchte. Muss auch nicht mit einem Bierchen sein, kann auch mit einer Spezi sein oder mit einem Wasser. Also einfach sich zusammensetzen und einfach die Gemeinschaft genießen. Dafür ist die Gemeinschaft ja schließlich auch gedacht. Yo, Lagerfeuerromantik mit Reini. Er sitzt da pisspoolnackend auf dem Hocker, während die anderen vor ihm knien dürfen und dürfen ihm die Marshmallows am Stock anreichen. Oder wie muss ich mir das gerade vorstellen? Oh nee, als ob jeder Lust hätte, 24/7 bzw. minus 8 wegen Arbeiten, dann noch die Zeit mit ihm zu verbringen. Die gehen alle flüchten, solange, wenn sie dich mal ein paar Stunden um die Ohren hatten. So, da wären wir auch zum Thema zum Beispiel bei der Spiritualität. Und als letztes hätte ich hier den Punkt Religion. Verschiedene Menschen von verschiedenen Religionen, haben verschiedene Ansichten von verschiedenen Situationen. Und ich bin der Meinung, Religion ist immer etwas, was zu Streit führt. Der erste Satz in diesem Abschnitt heißt auch: Ja, mein persönlicher Dämon. Denn ich persönlich bin ja kein Fan von Religionen. Ich habe auch einen Glauben, ist aber keine Religion, zumindest nicht offiziell. Und dementsprechend möchte ich dieses Thema eigentlich innerhalb der Kommune gar nicht haben. Würde natürlich aber auch trotzdem niemanden verbieten zu glauben, weil jeder soll das glauben, woran er möchte. Es sollte nur innerhalb der Kommune nicht dazu kommen, dass Leute anfangen, über Gott und die Welt zu diskutieren, weil dies das ist und dies jenes ist. Ich persönlich glaube allerdings nicht, dass jemand, der jetzt fromm christlich ist, sich in so einer Art von Kommune wohlfühlen würde. Deswegen, wie gesagt, sowas würde auch nur Interesse bestehen für Leute, oder es würde nur Interesse von meiner Seite bestehen, einen Menschen in so eine Kommune mit reinzuholen, wenn diese Person sich innerhalb dieser Kommune auch von vornherein schon wohlfühlen könnte, weil die Person einfach Interesse an diesem Thema hat. So, dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Das war soweit erstmal die erste Folge. So etwa 13, 15 Minuten geht die Folge jetzt. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ich weiß noch nicht genau, um welches Thema sich in der nächsten Folge handeln wird. Andere Blogs, die noch mitkommen werden, werden zum Beispiel Thema gesucht sein. Es wird aber ein sehr, sehr spätes Blog sein, wahrscheinlich erst Ende der Woche oder Anfang nächster Woche, Mitte nächster Woche. Das Thema Bewerbung ist das gleiche. Zum Beispiel freie Körperkultur wird wahrscheinlich relativ früh kommen. Oder auch zum Beispiel Thema freie Liebe, aber auch zum Beispiel das Thema Spiritualität, das Thema Gelände und Orte. Ich vermute zum Beispiel, dass Thema Ort, Gebäude und Gelände als nächstes kommen wird. Das ist zumindest hier auf meiner Liste als nächstes notiert. Und das denke ich, werde ich auch als nächstes machen. So, dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Denkt daran, bleibt so, wie ihr seid. Außer wenn ihr anderen schadet, dann solltet ihr vielleicht darüber nachdenken, ob ihr vielleicht ein bisschen was an eurem Leben ändert. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Drache, haut rein und tschüss.
Okay, er schreibt jeden Tag an seinem Blog, da ist schon ganz, ganz viel, aber er weiß dennoch nicht, was in der nächsten Folge kommt. Ja, zum Schluss rudert er ja nochmal zurück und geht auf Gebäude und Orte. Das wird er gar nicht schaffen, denn ich glaube nicht, dass er sich nach dieser Folge hingesetzt hat und sich direkt ein Land ausgesucht hat und daraufhin deren Gesetze geprüft hat. Ja, unorganisiert bis zum geht nicht mehr. Also das ist zum Scheitern verurteilt, nicht nur weil es er ist. Und du kannst keinem Menschen in den Kopf gucken. Und warum sollte nicht auch ein Christ Spaß daran haben, mehrere Beziehungen gleichzeitig laufen zu haben? Das mit dem Christ ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, aber das passiert ja auch ohne Kommune, ja? Dass Leute fremdgehen oder mehrgleisig laufen oder wie auch immer. Aber das soll auch gar nicht mein Thema sein. Also wie gesagt, die nächsten Folgen, wenn die auch so schleppend werden, dann muss dem, glaube ich, mal jemand was sagen. Also es funktioniert überhaupt nicht, was er da macht. Absolut nicht. Und ich bin ja mal gespannt, ob dann so langsam mal sein Blog öffentlich gemacht wird. Zumindest die ersten ein, zwei Posts. Denn das mit den Kindern würde mich dann ja doch mal interessieren, ob das so detailliert ist. Ja, ich werde mich jetzt von euch verabschieden, möchte euch nochmal herzlich danken für die vielen Abos und die lieben Kommentare und die Likes und das Ganze drumherum. Normalerweise mache ich sowas ja nicht. Das ist jetzt auch kein Betteln danach. Ich möchte mich einfach nur bedanken. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal, wenn der Dulle wieder irgendwas Groteskes vom Stapel lässt. Ich glaube, darauf müssen wir nicht mehr lange warten. Ach, und bevor ich das vergesse, bevor ich jetzt wirklich weg bin, findet ihr nicht auch, dass wenn er einen Blümchenkittel anhätte und eine Zigarre im Hals, dass der aussehen würde wie Frau Flodder? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Filme sind ja auch schon was älter, aber ich weiß es nicht. Also seitdem der den Bart ab hat, erinnert der mich tierisch an Frau Flodder. So, genug geredet. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern.